So, den hole ich mir natürlich hier rigoros wieder raus. So, ich mache hier mal in der Mitte. Wenn hier schon Erde rumsteht, dann mache ich da auch mal Licht drauf. Da hinten ist noch Erde. Da machen wir auch mal kurz. Ich gehe schon wieder unter die Stotterer. Weil es mir Spaß macht und weil ich Freude dran habe. So, die Ausleuchtung reicht fürs Erste. Für die nächsten Baumaßnahmen auf jeden Fall. Deswegen werde ich da jetzt mal rumbuddeln. Eigentlich könnte ich jetzt den ganzen Sand hier abtragen, wenn ich Lust hätte. Das mache ich auch, glaube ich. Weil Sand kann man immer gut gebrauchen. Ich habe mich jetzt kurz erschreckt wegen meinem Laptop, weil ich den jetzt ins Rendern geschickt habe mit GTA, gerade vorhin. Ja. Und der hat gerade irgendwelche fiesen Patenten gemacht. Die haben mich ein bisschen irritiert. So ein bisschen, ne? Komfort, ne? Voll der Scheiß. Naja, buddel mal jedenfalls den ganzen Sand hier weg. Weil wäre ja schade drum, wenn wir hier schon so ein Loch ausheben. Und hier im Prinzip so viel Sand hier reinballern. Dass wir das überhaupt mal leer bekommen. Dann sollte man natürlich auch die Rohstoffe hier mitnehmen. Genauso den Lehm. Der muss genauso mit. Da bin ich mir noch mal stark dafür. Dann können wir auch mal wieder was mit Ziegeln machen. Mit Ziegeln, nicht mit Ziege. So eine Ziege muss jetzt nicht unbedingt dabei sein. Hä? Ich dachte, wir haben mal viel tiefer verlegt. Hä? Oder ist das nur wirklich zum Schluss gekommen? Naja. Ich bin ein bisschen verwundert. Lehm finden wir auch noch ein bisschen mehr. Oder hat hier jemand mal mit Erde gebaut? Nö. Es gehört so. Okay, gut zu wissen. Da bin ich noch ein bisschen verplant, ne? So, natürlich muss ich die ganze Sache noch verschönern und sonst was. Das krieg ich noch hin irgendwann. War doch nicht allzu tief. Hm. Ich dachte, wir waren tiefer. Naja, was soll's. Da können wir ja dann auch noch Glas reindingsen und so. Eigentlich nicht, wäre ja schwachsinnig. Naja, ich hole mir jetzt erstmal den ganzen Sand hier raus und dann fülle ich den Rest, den ich so noch nicht brauche oder der mir zu hoch ist, der mir zu niedrig ist, so wird ein Schuh draus, werde ich einfach mal dann mit Erde ausfüllen, weil aus Erde kann ich nicht so viel machen wie aus Sand, sag schon. Hätte ich jetzt beinahe nicht mehr in den Kopf gekriegt, die ganze Sache. So, die dritte Schaufel nehme ich auch noch in die Hand. Dann können wir hier dahin buddeln. Achso, ich hätte beinahe meine Stöcke vergessen, meine wunderschönen Stöcke. Die darf ich nicht vergessen. Die brauchen wir dringend. Sehr dringend. Eieieiei. Ich bin so vergesslich. Das ist schon brutal. Ab und an glaube ich selber, ich habe einen Siebschädel und nicht nur ein bisschen Siebschädel. Nee, keine Rockband jetzt. Nee, nicht wirklich. Mag ich lieber irgendwas Dramatisches wie das hier. Macht ein bisschen mehr Spaß, heißt es. Ich bin nicht so der Rockfan, ne. Kannst du mich jagen mit... Fahre ich lieber mit 280 gegen einen Baum. Lachend. Oder lachend in eine Kreissäge mit dem Gesicht voran. Als so Heavy Metal Gedöns. So, das wird eine niedrigere Ebene, so wie es aussieht. So, habe ich Glas. Natürlich habe ich Glas mitgenommen. Dann simulieren wir hier erstmal einen Wassereinbruch. So, machen die ganze Sache wieder dicht. Eigentlich viel sehen vom Wasser tut man hier nicht wirklich. Also vom Untergrund, ne? Ihr versteht, was ich meine. Hoffentlich. Ich rede ja kein Hebräisch. Aber trotzdem spreche ich in Rätseln. Oh mein Gott! Wieso tut er das? Keine Ahnung, weiß ich selber nicht. Ich spreche immer gerne in Rätseln. Das ist mir ein Mysterium. Oder das ist mir ein Rätsel. Eher so. Ah ja.
Eigentlich haben wir die letzte Zeit eigentlich doch ziemlich oft Sand gebuddelt. Aber um ehrlich zu sein, lieber zu viel als zu wenig Sand. Muss man sich klar dafür bekennen. So. Vor allem, wenn wir hier so viel reingeballert haben. Da haben wir wirklich viel hier reingeballert, weil das alles viel tiefer war. Dachte ich zumindest. Dachte ich ernsthaft. Oder, nee, wir hatten nur eine 2er Stehhöhe und dann haben wir nochmal rausgebuddelt. So war's. Ich bin ein bisschen verplant. Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war und sonst was. Bei mir geht momentan viel im Kopf rum und das ist nicht normal. Es hat seine Gründe. Hä? Wer hat sich hier den Spaß erlaubt? Schön. Schick. Muss man zugeben. Bei mir geht momentan viel im Kopf rum. Privat. Ja. Und in anderer Hinsicht auch noch. Also, da sehe es mir nach, dass ich ab und zu ein bisschen mehr verpeilt bin als sonst. Aber sonst läuft's gut. Aber ich habe Spaß an Minecraft, deswegen wollte ich jetzt aufnehmen und das mache ich natürlich auch. Jetzt bin ich eh schon eine Viertelstunde in der Aufnahme, also in der nächsten Folge. Eieiei, da brauche ich nicht mehr erzählen, dass ich Spaß auf Minecraft hatte und aufnehmen wollte. Weil ich Druck hatte, etwas loszuwerden. Und das ist ein bisschen Freude und die teile ich mit euch. Ich hoffe, die bringe ich auch rüber. Das ist eine Ehrensache, die soll natürlich so richtig schön über ein Internet verbreitet werden. Ja, ja, Geld macht nicht glücklich, aber YouTube ist so die Devise. Ob es stimmt oder nicht, bleibt jedem selber überlassen. Ob es ihm selber gefällt, ist natürlich klar. Da bin ich doch nicht so. Da bin ich nicht so arrogant und sage, ja, ihr habt definitiv Spaß mit mir. Aber ich bringe mich da oder... Da komme ich schon in eine Region, wo ich sagen würde, ja, da könnte ich vielleicht doch. Da ist eine Höhle. Achso, die haben wir eh gesehen. Wir haben Erde in der Inventar. Was wir gerne machen, wäre Erde hier rein. Aber erst nachdem wir Sand hier rausgeholt haben. So. Kommt hier noch viel Sand. Es wird ja lustig. So, da unten waren wir ja kurz mal. So, Licht, Kamera, Action. So, eine Spitzhacke wird mir gereicht in meine wunderschöne rechte Hand. Und wir hauen hier die Kohle hier aus der Wand. Auch wenn es nur eine Steinspitzhacke ist. Die tut jetzt auch gerade ihren Zweck. Das bisschen Kohle hier abtragen, das kann man hier schon rausholen. Sind wir eh schon wieder Level 13 mit dem, dass wir einfach nur ein bisschen was gemacht haben. Viel haben wir nicht gemacht, ne? Ein bisschen Tiere gefüttert, ein bisschen... Boah. Ein bisschen sonst was. So, was ist hier noch alles? Hier scheint die Sonne. So, hier ist nichts mehr. Hier ist Schichte im Schachte. Da wäre noch Kies, aber Kies brauche ich jetzt gerade mal volle Kanne nicht. So, Sand, komme in meine Hand. Wir machen dich weg. So, den Sand brauche ich sowieso noch für unser Hotelvorhaben. Brauche ich das auch noch. Dass ich da überhaupt noch irgendwie eine Chance habe, dass ich da Richtung Oberfläche gelange. Da muss ich noch ein bisschen ran mit dem Zeug. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Bin ich mal sehr stark der Meinung. Ja. Geiles Loch, muss man zugeben. Da kommt man sehr schwierig wieder raus. Ne? Gut, dass wir guten alten Cobblestone dabei haben. Hat alte Gestein, ne? So, natürlich machen wir das alles wieder sorgfältig dicht. Weil, ja, nicht, dass sich irgendwann mal wieder so ein Creeper denkt, ach, ich spreng dir ein Loch. Ein riesiges Loch. Gigantisch! Durch das, dass du ein bisschen Luft gebaut hast. So, so werde ich Cobblestone auch los. Ne? Die alte Sau. Die alte Sau werde ich los. Oh mein Gott. Miss Piggy. Weg ist sie. Die arme Miss Piggy.
Nee, 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 nee. Ah, schon brutal. So, in der Welt geht natürlich auch wieder einiges ab. Jetzt, ich find's ja lustig. Jetzt ist der Skandal perfekt mit NSA. Oh mein Gott. Jeder hat sich's gedacht und da musste erstmal wieder was rausgefunden werden. Dass die Bundeskanzlerin doch abgehört wurde. Oh mein Gott, das geht ja mal voll nicht. Ihr könnt alle Bürger aus Deutschland abhören, außer die Bürger, die Bundeskanzlerin. Das geht voll nicht. Nee, nee, Amerika. Alle anderen 80 Millionen oder 86 Millionen, was wir in Deutschland sind, könnt ihr abhören. Nur diese eine Frau nicht. Alles dürft ihr, nur die nicht. Da kriegt ihr Ärger. Hä? Ohne Scheiß. Alle anderen sind da bums egal. Wieso? Verstehe ich nicht. Eigentlich hätte der extrem erhobene Zeigefinger schon kommen müssen, nachdem das rauskam, dass wirklich fast jeder Deutsche abgehört wurde. Es ist ja... Nee, die haben sich wohl eine Eskalationsstufe ausgelassen, sagen wir so. Dass sie, weil sie es haargenau wussten, dass sie es gemacht haben, aber wenn es dann rauskommt, dass sie noch eine Ecke schärfer den Finger heben können, als wo sie es eh schon gemacht haben. Aber ich finde es schwach. Normalerweise, ich würde sagen, wenn ich eh schon fast ganz Deutschland abhöre, ist das schon krass. Gut, um ehrlich zu sein, die Bundeskanzlerin abhören ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ist schon klar. Aber so empört zu sein und dann so wirklich von 0 auf 100 mehr zu machen, da finde ich schon ein bisschen, ja, schwach, muss ich sagen. Wassereinbruch. Finde ich schon ein bisschen schwach, muss ich offen und ehrlich zugeben. Da hätte ich mir mehr erhofft von der deutschen Regierung, aber da stellen sie mal wieder raus. Man kann enttäuscht sein von der deutschen Regierung und das definitiv hoch. Ich brauche Luft. Einmal frisch durchatmen. Was machst du hier drinnen? Willst du sterben? Ich treffe das Vieh nicht. Egal. Dann treffe ich das Vieh halt nicht. Ich ertrink hier gleich wieder, bis ich hier überhaupt mal... So, ich hole nochmal Luft. Jetzt habe ich den Faden verloren. Boden, gib den Faden wieder her. Mann. Immer frisst er hier meinen Faden weg. Ja, böse, böse Boden. Dass ich ihn total verliere. So, zack. Den machen wir mal schon mal dicht. So, da ist noch Sand, der weg muss. So. Dann müssen wir mal die Ebene einebnen. Hier kommt dann auch noch irgendwann... Huch, mein Inventar ist voll. Wie habe ich das schon wieder gemacht? Keine Ahnung. Mir unbegreiflich, wie ich das schon wieder geschafft habe. So ein volles Inventar. Ist schon brutal. So, Tageslicht kommt hier nicht unbedingt viel runter. Verirrt sich immer so selten zu mir. Hier in die Untiefe dieses Meeres. Naja. Vielleicht kommt noch irgendwann mehr vorbei. So. Hahaha, und das mitten im Meer. Vielleicht kommt ja noch mehr vorbei. Der alte Kumpel. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das gute alte Meer. So. Machen wir hier den ganzen Scheiß hier raus. Ob NSA-Skandal oder nicht. Es wird weggemacht. Da lache ich nur drüber. Vielleicht guckt ja die NSA munter zu. Dann haben sie Spaß vielleicht an den Videos. Hey, dann weiß ich auch, wo meine amerikanischen Klicks immer herkommen. Wundere mich eh andauernd. Ja, wieso kommt ein Ami meine Videos? YouTube-Statistiken machen es möglich, dass man sowas sieht. Aber hey, ich wusste es seit mindestens einem Jahr. Yay.